Das ist eine andere Welt auch, wenn man irgendwie auf der Bühne ist. Naja, proben, essen, schlafen, spielen, würde ich sagen. Drei Leute überlegen sich, wie sie etwas verstehen, wie sie Musik verstehen. Drei Leute haben so eine Identität miteinander, ja. Und es gibt eigentlich kaum was Schöneres, wenn man das dann auch zeigen kann. Also es gibt so ein gewisses Gefühl, woran ich anstrebe, und zwar das Gefühl der Vollkommenheit, dass man einfach da wie ins Wasser getaucht ist und einfach badet in so ein, ja, in so einen Strom von Gefühlen, die man schon erlebt hat. Der Name Christian Morgenstern ist ja nur zumindest im deutschsprachigen Raum wirklich sehr bekannt für einen Dichter, der sehr interessante, geistreiche, witzige, ironische Sachen gemacht hat. Und ich finde eigentlich diese Freigeistigkeit, die er verkörpert, finde ich, passt auch sehr gut zu uns. Ein Seufzer. Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis und träumte von Liebe und Freude. Es war an dem Stadtwall und schneeweiß glänzten die Stadtwallgebäude. Der Seufzer dacht an ein Meidelein und blieb erglühend stehen. Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein. Und er sank. Und ward nimmer gesehen. Noch Fragen? Es ist auf jeden Fall eine Beziehung und die Beziehung ist natürlich beruht auf Sympathie gegenseitiger, das ist klar, und aber auch gleichzeitig die Fähigkeit, Schwächen oder Macken von anderen irgendwie lieb zu haben, ja? Also sozusagen nicht sich schnell nerven zu lassen.
gut, aber wenn es vorher nicht zusammen ist, dann erstmal so. Natürlich ist man irgendwie Solist auf der Bühne, das ist klar. Aber wenn wir im Trio spielen, finde ich, ist das Spannende, dass es mehr ist, was rauskommt, als das, was wir drei Einzelne sind, sozusagen. Es entsteht irgendwas Größeres. Auch nicht gut, oder? Echt? Ich fand das sehr gut. Ja, es war schon gut zusammen. Ich hab nicht gehört, dass das Akzent macht. Ich fand, jetzt war das der Schluss. Oder? Insgesamt finde ich es aber die Pause endlich mal lang genug. Die Pause war gut zusammen, ja, stimmt. Ja, das ist schon mal was wert. Man teilt sich die Arbeit, man teilt sich dieses Mannschaftsgefühl irgendwie entsteht, weil wir so viel Zeit zusammen verbringen, außerhalb auch von Konzertsituationen. Und ja, das ist sozialmäßig irgendwie eine sehr schöne Sache, dass man nicht einsam ist.